Herzlich willkommen an den Computern zu Hause und heute hier auch im Raum. Ich möchte kurz unseren Speaker heute vorstellen, das ist der Kaspar Armster. Der ist im Vorstand vom, lass mich jetzt richtig aussprechen, vom Verein Das Die Dings e.V. Schön, am 11.11. hast du mir erzählt, ist gegründet worden, sehr spannend. Und er wird uns heute ein bisschen mehr über Smart Cities und Country-Projekte vorstellen und wie wir quasi per IoT offene Daten erzeugen können. Und dann kannst du auch schon direkt loslegen. Vielen Dank. Ja, danke schön, dass ihr quasi den Rauswerfer hier vor der Abendveranstaltung hier mit mir macht. Ich gehe auch direkt mal rein. Also das bin ich. Ich mache das auch ein bisschen berufsmäßig. Da steht so schön Consultant. Das sind ja eigentlich die Bösen auf der Veranstaltung, habe ich auch schon so gelernt. Ich habe die The Things Community im Rhein-Sieg-Kreis gegründet. Genau, Vorstand im Das Digi-Dings. Wir haben gedacht, wir setzen dieser Corona-Krise was entgegen und haben am 11.11.2020 diesen Verein endlich mal gegründet. Das sind verschiedene Menschen aus meiner Region, die sich mit MINT und mit IoT und ähnlichen Infrastrukturdingen auseinandersetzen. Wir haben gedacht, okay, wir sind im Rheinland, 11.11., passt deswegen. Ich habe für diverse Stadtwerke gearbeitet, für diverse Städte, für diverse Kommunen, wenn es darum geht, IoT-Netzwerke aufzusetzen und zu betreiben. Von der Planung über die Umsetzung, Prozessentwicklung, was alles so dazugehört. Und in meiner Freizeit habe ich gedacht, mache ich das einfach weiter und mache das einfach für die Communities. Sprich, ich war hier auch 2018 schon und kann die Entwicklung quasi zeigen von damals bis heute. Da sieht man mal so eine ganz, ganz kleine Sensor-Node, mit der man quasi so anfangen kann, wenn man ein bisschen basteln möchte, und treibt mich auch auf diesen anderen Veranstaltungen rum, wie hier FrostCon oder Chaos Communication Kongress oder wo auch immer dieses Thema gerne mal behandelt wird, wenn es auch um Zivilgesellschaft geht, wenn wir nicht ausgeschlossen werden aus dem Prozess. So, hallo Bitkom. Genau, ich habe das auch richtig gelernt, da oben LoRa-Akademie abgeschlossen und so weiter. Ich gehe mal weiter. Jetzt kommen wir direkt ins Eingemachte. Keine Sorge, das ist nicht zu technisch, wenn hier ganz viele Bäume anwesend sind. Ich mache die ersten 5-10 Minuten eine ganz kurze Einführung. Was ist dieses LoRaWAN? Was ist IoT? Warum verwenden wir diesen Funkstandard und wo ist der Unterschied zu anderen? Und dann komme ich auf Community-Projekte und was wir damit draußen tatsächlich in der Realität quasi machen und was wir damit abbilden. Funkstandards. Gehe einfach mal vom kürzesten bis zum weitest entfernten. Das ist das, was wir heute alle haben, wenn wir so Payments haben vor Ort, wenn wir Türen öffnen, also dieses von Apple Pay bis keine Ahnung, was wir haben. RFID, NFC sind die Stichworte. Keine Batterie ist nötig, weil das auf quasi mehr nur quasi induktiv auf ganz wenige Zentimeter Entfernung funktioniert. Das ist im Grunde genommen die kürzeste Funkverbindung, die wir im täglichen Leben aufbauen. Mehrere Zentimeter, weiter kommen wir damit nicht. Dann tragen wir, typische Beobachtung hier, Berlin, U-Bahn, ne, unseren Personal Space um uns herum. Jeder hat sein Smartphone in der Tasche, das Gateway ins Internet und hat daran angeschlossen Geräte, die nicht direkt im Internet sind. Beats-Kopfhörer, Apple Watches, was einem da so alles einfällt. Das Ganze ist Bluetooth. Da gibt es verschiedenste Abwandlungen von, ist sehr energieeffizient und kann auch relativ mit großen Datenmengen umgehen, hat aber eine kurze Reichweite. Nach ein paar Metern ist Ende, Schluss, weiter komme ich mit den Daten nicht. Zu Hause haben wir in Deutschland so diese typische Fritzbox, den selbstbestellenden Kühlschrank, den muss ich irgendwann mal rauswerfen, den habe ich seit 10 Jahren so in dieser Präsentation, den kommt irgendwie trotzdem nie. Der ist eher so, dass das den Smart TV, Alexa, Google Home oder wie diese Dinge alle heißen, haben wir zu Hause. WLAN kennen wir alle, 30 Meter, 50 Meter, dann ist Ende. Dafür können wir Netflix in 4K streamen. Also hohe Bandbreite, keine so große Entfernung und richtig akkugebunden funktionieren diese Geräte auch nicht. Ne? Wenn wir uns daran erinnern, die haben alle irgendwie Strom dahinter. Wenn wir uns dann draußen hier in so einer Stadt wie Berlin umgeben, nicht draußen, wo ich komme vom Dorf, da gibt es weiße Löcher, dann haben wir sowas wie UMTS, LTE, jetzt 5G, Kameras angeschlossen, Autos, die drüber kommunizieren, also welches Auto, was man heutzutage kauft, funkt nicht irgendwie nach Hause zum Hersteller, das machen die alle und das machen die alle über diese Kommunikationswege. Das heißt große Reichweite, mittelgroße, also relativ große Reichweite, dicke Datenrate, aber so ein Handy-Akku ist auch nach einem Tag leer. Also
egal, ein Handy von vor 10 Jahren, also okay, wenn es noch älter wird, die guten Nokias, die haben eine Woche gehalten, aber die haben noch nicht so smart kommuniziert. Aber heutzutage ist egal, wie groß der Akku wird von diesen Handys, die Displays werden alle größer, ein Tag ist jedes irgendwie gefühlt am Ende. Wenn wir uns draußen auf der, in der Natur tatsächlich dann um uns herum gucken, haben wir diese Funkstandards zum Teil auch. Also natürlich gibt es dort auch ein 5G-Netz und das wird auch immer weiter ausgebaut. Allerdings haben wir dort auch sehr, sehr viele große weiße Flächen in Deutschland. Darf sich nicht vergessen, diese Statistiken, ne, die werden immer so schön von der Telekom gemacht und die reden dann von 95% Abdeckung, die meinen Menschen, nicht Fläche. Ja, also was da draußen weiße Fläche ist, ist größer als diese 5%. Das können wir aber selber beheben. Gibt es sowas wie LoRaWAN, es gibt noch andere LP-WAN-Standards, LP für, also LoRa in dem Fall für Long Range, Wide Area Network, eigentlich doppelt sich das. Gerne im IoT-Bereich eingesetzt, Smart City, Smart Country, das stand auch so in diesem Vortrag hier drin, Wassertemperatur, Pegel, Hobby-Imker freuen sich drüber, die können jetzt irgendwie ihren Bienenstock irgendwie an irgendeinen Waldrand stellen und bekommen Infos über die Waage, Temperatur, Summhöhe der Bienen, um das Bienenvolk zu analysieren und zu wissen, wann es denen gut oder nicht gut geht. Das Schöne an diesem Standard ist, dass wir ihn selber verwenden können. Der verwendet in Deutschland 868 MHz, das ist ein lizenzfreies Band und wir können den selber die eigene Infrastruktur aufbauen. Also wir sind nicht von irgendwelchen Telekommunikationsanbietern abhängig, sondern machen das Gleiche quasi selber. Ganz kurz Einordnung, hier sieht man das noch schön, Entfernung, Bandbreite, eine dritte Achse wäre quasi tatsächlich der Stromverbrauch. Auch da ist LoRa halt ganz weit vorne. Alternativen gibt es dazu natürlich auch, klar, aber ich konzentriere mich heute mal auf LoRa. Dritte Achse wäre der Akkuverbrauch, auch der ist tatsächlich, viele von diesen Geräten halten über Jahre mit kleinsten Batterien oder Akkus drin. Nachteil, Bandbreite, habe ich noch nicht erwähnt. Ne? Also 4K Netflix Stream, keine Chance. Ja? Also wer erinnert sich an diese guten alten Modems zu Hause? Ja? Also der Schritt von 19K auf 56 oder so war ein großer. 56K ist Ende bei LoRa. Und das wollen wir nicht, weil dann verpesten wir damit da oben dieses Frequenzband schon ziemlich, sondern eigentlich reden wir über noch viel, viel weniger Bandbreite, die wir zur Verfügung haben oder die wir versuchen auszunutzen. Derjenige, der sich an so Bitschubsereien in C oder so erfreuen kann auf irgendwelchen Mikrocontrollern, der freut sich auch über LoRa, weil genau das ist jetzt wieder im Einsatz, um möglichst auf jedes einzelne Bit zu optimieren, was wir übertragen. Ist aber kein Problem. Also wir reden ja hier über Sensortechnik. Da können Sensoren, die alle Viertelstunde, alle Stunde Daten senden, sind alles überhaupt gar kein Problem. Dafür ist es eigentlich gemacht. Eigentlich die gleiche Grafik nochmal, also große Reichweite, 15 Kilometer, 20 Kilometer, bis zur Erdkrümmung, bis zum Satelliten hoch, kein Problem. Wir haben Wetterballons über 800 Kilometer weit empfangen können, die Daten. Aber das ist natürlich praxisnah, ne? Weil irgendwann ist die Erdkrümmung da und dann sind die Signale weg. Reden wir mal von einem Freifeld 15 bis 20 Kilometer. In der Stadt reduziert sich dann das auf 1 bis 3 Kilometer, je nachdem, wie viele Gebäude ich dazwischen habe. Niedriger Energieverbrauch, tausende von Geräten können an ein Gateway kommen. Gateway erkläre ich gleich. Kann man sich aber so vorstellen wie dieses Smartphone in der Hose, wenn ich mit diesen Bluetooth-Geräten um mich herum arbeite. Lizenzfreies Band, das ist toll. Bandbreite ist halt die Einschränkung. Das Ganze passiert deswegen oder ist deswegen so cool, wir haben verschiedene Möglichkeiten, quasi Signale zu übertragen und dieses LoRa verwendet sogenannte Chirps. Also wenn ich das jetzt verschieben würde in einen hörbaren Bereich, hört sich das wie die Vogelgezwitscher an. Daher kommt dieser Begriff Chirp und ist dadurch sehr resistent oder resilient gegenüber Fremdeinstrahlung. Und deswegen komme ich damit auf diese entsprechend großen Entfernungen. Technik. So. So sieht so ein Netzwerk aus. Ich habe Sensorik. Jeder kann die betreiben, solange wir uns zum Beispiel im The Things Network oder so in einem offenen Netzwerk aufhalten, kann jeder so einen Sensor quasi betreiben und muss nicht gleichzeitig Gateway-Betreiber sein. Die sind transparent, dann gibt es diese Gateways, die hängen irgendwo auf hohen Gebäuden, haben eine tolle Antenne dran und gucken halt in die Umgebung und wandeln diese Funksignale in Signale um, die übers Internet weitergegeben werden. Dann habe ich den Netzwerkserver dahinter. Es gibt ein Unternehmen, komme ich auch noch gleich zu, in Amsterdam, die The Things Industries, die den für Community kostenfrei zur Verfügung stellen. Dadurch baut man quasi an einem großen gemeinsamen Netzwerk und muss nicht jeder das selber aufsetzen.
kann es aber auch machen. Dann gibt es so einen Application-Server und wie man so sieht, ist das so schön dadurch, bis da hinten durch verschlüsselt. Also das heißt, derjenige, der so ein Gateway aufgestellt hat, kommt nicht an die Daten ran, die da übertragen werden, sondern der sieht nur, da werden Daten übertragen. Und ganz am Ende hinten hole ich mir die Daten wieder ab. Ist alles übrigens Open Source. Ja, also die Software auf den Gateways ist Open Source, der Network-Stack, der ist Open Source zur verfügbar. Alles, was ich hinten weitermache, also so Tools wie Node-RED, Grafana, InfluxDB oder so, Open Source. Sehr cool von dem Gesichtspunkt aus. Also das war der Claim, der da mal im Raum stand, dass wir also zusammen quasi ein Internet der Dinge bauen, ein Ökosystem und dafür LoRaWAN verwenden. Aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden. Die haben erst Amsterdam irgendwie mal vernetzt und haben dann auch erste Anwendungen gehabt. Amsterdam kann man nicht nur Fahrräder mieten, sondern auch Boote mieten. Wenn die voll Wasser laufen, sei es Regen, Leckage, wurde damals überwacht. Das ist im Prinzip das erste Projekt, was die mal aufgesetzt hatten. Mittlerweile sind die in über 150 Ländern. Über 20.000 von diesen Gateways gibt es, also Punkte, zu denen man hinfunken kann. Quer über die ganze Welt, also natürlich in Ballungsräumen mehr als jetzt in Nicht-Ballungsräumen. Erste Anwendungsbeispiele, die es dafür gab. Das sind auch die wir zum Teil in Deutschland umgesetzt, auch wieder dann kopiert haben. Ne? Also gute Beispiele, gute Anwendungen darf man ja gerne kopieren, dafür hat man das Ganze offen. Flood Network, das ist in der Nähe von Oxford in England, die ganzen Kanäle, wer sich da auskennt, der weiß, die sind nicht nur das Ahrtal, sondern auch die sind betroffen worden, schon früher, drei Jahre früher. Und die haben quasi Pegelsensoren selber gebaut, das sind Ultraschallsensoren, die von oben die Wasseroberfläche messen und dann sagen, wie hoch der Pegelstand in diesen Kanälen ist. Und die das Ganze natürlich weitergeben und dann wird das entsprechend auch gesteuert. Zweites Beispiel, kommen wir noch gleich auf die deutschen Beispiele. Das Schöne ist, dass man tatsächlich international immer kopieren kann. Wir erinnern uns alle noch an so ein Ding, das hieß Fukushima. Ja, und das Unternehmen damals dort, dem traute man nicht so ganz mit diesen Daten, die es veröffentlicht hat hinterher. Also haben die Bürger was selber entwickelt. Safecast heißt das Ganze, von GPS eingebaut, über einen Geigerzähler, Geigerrohr drin, quasi ein mobiler Geigerzähler, den haben die sich hinten in Autoscheiben eingebaut quasi hinten und sind damit durch die Gegend gefahren, haben solche Karten erstellt, also von der tatsächlichen radioaktiven Belastung nach Fukushima in und um den Raum herum. Genau. Wir hier in Deutschland beschäftigen uns natürlich auch mit dieser Technologie, nicht nur Communities, sondern das ist irgendwie das Schlimme dahinter. Es gab so 1648 diesen Westfälischen Frieden und da ist irgendwie dieses Deutsche Reich, quasi das Heilige Römische Reich, aus über 300 einzelnen Staaten hervorgegangen. Und in Deutschland befinden wir uns eigentlich gerade wieder dort. Und zwar, wenn wir Stadtwerke zählen, dann kommen wir auch auf über 300. Und jedes von diesen Stadtwerken glaubt, ein eigenes LoRaWAN-Netzwerk bauen zu müssen, weil sie natürlich irgendwelche Zählerstände und sonst was damit betreiben wollen, von Parkfunktionen, also von Parkplatzüberwachung bis, also die Anwendung, glaube ich, braucht man gar nicht lange nachzudenken. Für eine Stadtverwaltung oder auch gerade für so Stadtwerke liegen die auf der Hand und jeder von denen hat das Gefühl, selber irgendwas aufbauen zu müssen. Redet nicht mit dem Nachbarn, alle haben irgendwie haben so einen Menschen wie mich, ja, also so einen Consultant, den die bezahlen und der verkauft ihnen halt irgendwas, was auch dann nicht untereinander zusammenarbeitet oder so. Und was vor allen Communities immer ganz außen vor lässt, ne? Weil die stören nur. Denen müsste man ja Raum einräumen und das ist irgendwie ein ganz doofes Ding. Und deswegen haben wir irgendwie gesagt, wir machen das irgendwie selber. Und das hat angefangen damit, dass wir quasi auf Raspberry Pi Basis unsere Gateways selber gebaut haben. Also das war noch nur zu einer Zeit, wo die Dinger im vierstelligen Bereich gekostet haben. Auch so ein Selbstbau-Gateway liegt so bei 300 Euro. Also es ist noch nicht nicht super preisgünstig, aber man braucht davon ja auch nicht so viele, weil man ja über eine große Entfernung hinfunken kann. Und die Dinger dann einfach aufgestellt hat. Also da oben so eine lange Antenne, das ist bei mir auf der Garage irgendwie meine Satellitenschüssel und daneben ist das Gateway. Wir hatten noch ganz tolle Orte auf irgendwelchen Burgtürmen und so. Also es gibt, wenn man dann auch mal mit der Stadt dann plötzlich zusammenarbeitet und die einsehen, dass es doch vielleicht ganz cool wäre, mit der Community zusammenzuarbeiten, weil so ein gesamtes Netzwerk immer größer und vor allen Dingen auch von der Ausfallsicherheit immer besser wird. Ne? Je mehr von diesen Gateways ich da reinhänge, also wenn ein Sensor zu zwei Gateways funken kann, gleichzeitig von einer Stelle aus, dann darf auch mal eins ausfallen. Ja? Solche Gesichtspunkte
funktionierten und bei uns in der Region ziehen quasi mittlerweile fast alle Kommunen mit und bauen gemeinsam an diesen Netzwerken. Erste Dinge waren dann wie immer, was man so anfängt. Das unten ist der berühmte Feinstaubsensor aus Stuttgart, das von Luftdateninfo. Der sollte quasi, glaube ich, bekannt, ich glaube, hat es bis in die Tagesschau geschafft an irgendeiner Stelle schon mal, sollte bekannt sein. Wir haben den irgendwann mal umgebaut auf LoRa, um den einfach an eine Bundesstraße mal zu hängen, wo halt weder Strom mit einem Akku, also mit einem Solarzellen dran, ohne dass da WLAN in der Nähe wäre oder sowas. Und das links sind, das ist so das erste Experiment, wenn es um Bodenfeuchtigkeit geht. Das ist ein kapazitiver Bodenfeuchtigkeitsmesser und das ist natürlich noch alles sehr zusammengewustelt, was da ist. Aber für so einen kleinen Prototypen und mal schnell was gebaut, das war damals für ein Urban Gardening-Projekt, tut's das. Um auch mal zu beweisen von dem, was ich da spreche, dass das auch wirklich funktioniert. Das war ein Flug. Der Flug von Amsterdam nach Wien und das ist bei uns die Region, bei Bonn, wie man das da so schön sieht. Wir haben aus ungefähr über 140 Kilometer Empfang gehabt von den Daten, natürlich aus 9000 Meter Höhe. Also das ist jetzt nicht, mit Erdkrümmung wäre das schwierig gewesen, aber so ein Flugzeug, was hoch genug fliegt, das durfte man natürlich nicht betreiben an Bord vom Flugzeug, bitte nicht nachmachen, darf man nicht. Aber es hat halt mal jemand gemacht und da sieht man ganz schön, jeder von diesen blauen Punkten ist ein Gateway, was erreicht wurde. Und man sieht natürlich da ganz toll die Niederländer, ne? Die machen es wieder vor, wie es geht. Also IT-Infrastruktur hat auch was mit IoT zu tun und Deutschland ist nicht so ganz weit vorne. Niederlande kann es. Sowas wurde dafür verwendet, das ist ein Tracker, war quasi, wenn man das überwachen möchte, sein Netzwerk. Da ist nichts weiter als ein Arduino Pro Mini drin, ein GPS-Modul, ein Akku, ein bisschen Solarzelle und dieses Funkmodul, das ist das Grüne auf der roten Platine, eine Antenne dran. Und wenn ich das Ding zuschraube, an der Eisdiele vergesse, dann ist das doof, weil dieser rote Knopf auch noch blinkt rot. Und dann wird man schon mal zurückgerufen mit einem kleinen Bombenalarm. Damit kann man quasi das, was auf dieser Karte ist, erzeugen oder das, was auf dieser Karte ist. Das ist jetzt die Karte schon ein bisschen älter von uns aus unserer Region. Wir haben so eine Heatmap gebaut, um zu gucken, wo haben wir tatsächlich Empfang. Und darauf sind wir dann tatsächlich gekommen auf Anwendungsgebiete. Das Erste, was wir kopiert haben, waren die Briten. Die haben es schon richtig gemacht. Das ist ein Pegelsensor, ja, also der bei uns Flüsse misst. Davon haben wir etliche in der Region verteilt. Also das sieht nach unten gemessen, ne? Misst der quasi den Abstand vom Wasser. Hat es leider nicht bis ins Ahrtal irgendwie geschafft, bevor das da losging, aber bei uns ist es jetzt überwacht. Die Sieg hat genauso auch so kleine Nebenflüsse, die genau über diese Starkregenereignisse Probleme hat. Deswegen komme ich ganz am Ende auf dieses Ding hier. Regen kann man ja auch messen. Es geht nicht immer alles gut. Das daneben ist ein Parkplatzsensor oder das, was davon übrig bleibt, auf einem Behindertenparkplatz, wenn dort mit so einem mit so einem kleinen Flammenwerfer das Unkraut entfernt wird. Kunststoffgehäuse und Feuer ist doof. Ja? Das hat die Stadt gelernt und hat es nicht wieder, doch, es gibt einen neuen dort, der wieder installiert wurde. Aber es geht nicht immer alles gut. Das ist jetzt so eine neue Generation von dem, wo es darum geht, dass wir den Pegel messen. Da unten ist dann tatsächlich auch das Ultraschallgerät. Ich gehe mal weiter. In Moers haben wir das gemacht. Da haben wir mit den Bevölkerung zusammen einen Workshop gehalten. Was sind Probleme in Moers? Moers hat sich die Bevölkerung zwei Dinge gewünscht. Das eine war ein Naturfreibad, was einen sehr kalten unterirdischen Zufluss hat, wo man tatsächlich im Frühjahr sehr spät erst rein kann in das Wasser, weil es einfach arschkalt ist, gerade so in Meter Tiefe. Also haben wir das gemessen. Das zweite war, in Moers findet jedes Jahr ein riesen Jazz-Festival statt und das findet auf mobilen Bühnen zum Teil statt, die durch die Stadt fahren. Also es sind so Pickups, da ist hinten eine Band drauf und die haben wir getrackt und dann haben wir die Daten, wo die gerade sind, über das LoRa-Gate, also Netzwerk übertragen und in der App, in der Moers-App die Standorte quasi freigegeben. Also das heißt, jeder Bürger konnte gucken, wo ist jetzt gerade Musik in der Stadt. Noch ein Beispiel von einem von den Großen, die Deutsche Bahn setzt total auf LoRa. Also die setzen auf alle von den Funkstandards. Ja, man findet auch irgendjemanden, der sagt, was mit Narrowband, IoT, 5G und sonst was. Tatsächlich sind die gerade dabei, 20.000 Bahnhofsuhren auszustatten mit LoRaWAN. Glasbruch wird gemessen, die Zeiger, dass sie sich bewegen über einen Magnetschalter. Die Helligkeit wird gemessen, funktioniert die Beleuchtung noch. Das Zeitsignal kommt mittlerweile per LoRa an die Uhren, nicht mehr über so ein
über das alte System. Gleichzeitig ist da sogenannter Pax-Counter eingebaut. Das ist ein ganz tolles Projekt, falls das immer jemand auf GitHub sucht. Das kann man nämlich auch selber betreiben. Also die ganze Software davon ist Open Source, von dieser Uhr im Grunde genommen. Ja, das kann man sich zu Hause auf so einem ESP32 selber installieren und betreiben. Pax-Counter ist ein People-Counter, also die wissen, wie viele Menschen auf dem Bahnsteig sind, beziehungsweise nicht Menschen, sondern die wissen, wie viele Smartphones auf dem Bahnsteig sind. Also die zählen Smartphones. Jedes von unseren Smartphones versucht nach Hause zu telefonieren. Guck mal, wie viel weiß ich, WLAN ist in der Umgebung, ist da mein Hausnetzwerk, yo, kann ich mich anmelden? Die Daten verwenden die, um einfach die Smartphones zu zählen. Anonymisiert da drin, MAC-Adressen abgeschnitten, einmal pro Minute löschen die ihre Daten, tracken auch nicht von Bahnsteig zu Bahnsteig oder solche Späße, sondern einfach nur, ist der Bahnsteig überfüllt oder nicht. Da geht es um so Dinge wie, wenn Bayern spielt und da gerade die S-Bahn, den Bahnsteig, also der gesperrt werden muss, weil da einfach zu viel los ist und so. Ne? Jetzt komme ich mal zu einem der größeren Projekte, die bei uns ausgerollt, die wir selber ausgerollt haben. Das ist ein Bottrop, da gibt es eine der letzten Kokereien, Prosper heißt die. Gab es eine Umweltinitiative drumherum, die haben gesagt, ja, was das aus den Schornsteinen kommt, ist das denn wirklich gut oder ist das nicht gut? Dann hat uns der evangelische Kirchenkreis Recklinghausen uns angeschrieben, weil da gab es irgendwie, weiß ich nicht, keine Freifunker oder ähnliches, keinen CCC-Erfa-Kreis, irgendwas in der Nähe, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also sind wir aus dem Rhein-Sieg-Kreis dahin und haben, am Ende waren es 35 von diesen Feinstaubsensoren gebaut. Und die sind dort alle auf unter 2 Quadratkilometer installiert. Also wenn man eine gute Datenlage sucht auf einem relativ kleinen Bereich mit Feinstaub, Bottrop auf der Luftdateninfoseite aufmachen oder OpenSenseMap zum Beispiel, bekommt man die Daten auch. Also diese Rohre da oben, die messen Feinstaub, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Wenn man das sieht, das ist jetzt die OpenSenseMap, da sieht man ganz viele von denen quasi und das nicht das Eingekreiste, sondern was da so krakelig ist, da ist irgendwo die Kokerei. Und wir haben jetzt seit fast 2 Jahren Daten zu dem Thema, die wir ermittelt haben. Finden sich natürlich auch so Sachen wie das alljährliche Abbrennen von Raketen, ne, genannt Silvester. Da ist so ein Spike drin, wo ich nicht auf die Straße gehen wollte. Wenn man das sieht, wenn man das tatsächlich in der Grafik sieht, reingehen, Fenster schließen, Atemmaske aufsetzen. Ja? Also wenn man sagt, irgendwie das 25 von diesen, also der Wert von 25, ich glaube, es sind Mikrogramm pro, also der Wert quasi 25 überschritten wird, eigentlich im 24-Stunden-Mittel, aber wir haben da Spikes, die in 2-3000er Höhe sind. Ich will das nicht atmen. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Ist auch noch an der Stelle eine kleine Kritik an diesem Grenzwert, der auf 24 Stunden misst. Das ist natürlich super toll, so einen Sensor an so einen Schulweg zu installieren, zu sehen, wie morgens die Kinder in diesem Duft da den Schulweg benutzen. Aber der offizielle Richtwert ist ein 24-Stunden-Mittel. Natürlich 3 Uhr nachts ist kein Kind auf der Straße unterwegs. Ja, also eigentlich müsste man ja messen über die Zeit, wo jetzt diese Personen dort sind vielleicht und nicht irgendwie, das ist schön, dass man die Werte schön rechnen kann, wenn in der Nacht nichts unterwegs ist. Deutsche Gesetzgebung. Genau, das ist das, was wir bei uns, also eins der größeren Projekte, die wir bei uns gemacht haben, neben Pegelsensoren, neben Dingen wie, wir haben zum Beispiel CO2-Ampeln in Grundschulen verteilt, die auch auf LoRa-Basis die Daten senden. Das heißt, man kann auch rückwirkend gucken, was passiert da. Man kann auch andere Klassen, die vielleicht nicht so einen Sensor gerade drin haben, kann das Learning mitnehmen, wie schnell steigen dort die Werte an. Ich habe jetzt kein Bild dazu. Also neben unser Verein, das DigiDings, macht neben dieser Infrastrukturarbeit auch sehr viel im MINT-Bereich. Das haben Viertklässler und Rinnen, vor allem auch Viertklässlerinnen, haben diese CO2-Ampeln gebaut und auch programmiert. Also das haben uns, vorher wollte uns das auch keiner glauben, so Lehrer aus Mittelstufe oder so haben gesagt, jo, kommt ihr mal mit Grundschülern, funktioniert. Ein Projekt, was von Eco Curious quasi kommt, das ist die Nicola, die das macht, die misst Radioaktivität. Auch das ist schön, weil das die Doppelung aus dem vom Anfang von Vortrag ist. Ne? Also wir haben nicht nur Fukushima, wir haben auch ganz viele noch, so viele sind es ja in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr, aber es gibt natürlich noch so ein paar Forschungsreaktoren und so weiter. Ne? Also nur weil wir jetzt irgendwie nur noch 2 belaufende Reaktoren haben, die im Stromnetz sind, heißt nicht, dass wir in Deutschland keine Atomreaktoren betreiben. Da sind schon noch ein paar Dutzend quasi in Deutschland an verschiedenen Hochschulen und so weiter in Betrieb. Und wenn wir natürlich jetzt ein bisschen nach Norden und nach Westen gucken, dann haben wir diese dreckigen Dinger in Belgien, die irgendwie von einem Störfall in den nächsten rutschen oder die
schön abgeschalteten in Frankreich. Das sucht die Nicola gerade auch noch nach Mitstreitern. Also gerade wenn jemand mal Kontakt nach Frankreich hat, da würden die gerne auch noch mehr von diesen Sensoren installieren. Den Bausatz gibt es, wenn man bei denen auf die Webseite geht, entsprechend gibt es den Bausatz, glaube ich, nicht mehr komplett, sondern nur noch die schwierig zu bekommenden Teile. Den Rest muss man sich halt bei irgendeinem Elektronikversender besorgen und kann dann dort mitmachen. Datenbasis hinter der Karte geht, glaube ich, über die Jungs von Luftdateninfo, das heißt jetzt Sensor Community. Also die haben da auch in der Richtung Beziehungen, ne? Die Communities arbeiten da gerne eng zusammen. Also das ist tatsächlich auch ein Projekt, was über LoRa die Daten übermittelt, weil diese Dinger natürlich irgendwo in der Natur sind. Gucken. Genau. Dann habe ich noch was, auch was auch aus dem Süddeutschen kommt, aus Ulm, Verschwörhaus e.V., ich sage absichtlich e.V. und nicht mehr Verschwörhaus als Haus. Wer diese Story mitbekommen hat, ein paar werden die vielleicht mitbekommen haben, wie eine Stadt sich selber so zerlegen kann. Es hat so ein bisschen so Streisand-Effekt gehabt. Also jedenfalls gibt es einen Verein, der Verschwörhaus e.V. heißt, und es gibt diese Stadt Ulm, die versucht, diesen Namen von diesem Verein zu klauen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und die haben sich auch mit TTN und LoRaWAN auseinandergesetzt und die haben diese bewachsene Bank installiert, wo natürlich auch von Bodenfeuchtigkeit alles Mögliche überwacht wird. Und genau, die steht quasi, die stand vor dem Gebäude. Die suchen gerade, also wenn jemand in Ulm ist, der ein Gebäude zur Verfügung stellen möchte oder Räumlichkeiten für den Verein, bitte an die melden. Und die haben auch, ähnlich wie wir, da gibt es auch Pegelsensoren, also diese ganzen Klassiker, haben die auch alle schon mal ausprobiert. Das Schönste ist, von denen ist diese Bank tatsächlich. Und dann komme ich vom Süddeutschen mal ganz in den hohen Norden. Da gibt es ein Projekt, das heißt Rettet die Schlei. Die Schlei ist so weit im Norden, ich glaube, die würden schon Hamburg als Süddeutschland bezeichnen, ne, wenn man da oben ist. genau. Und die hatten ein kleines Hochwasserproblem und zwar gibt es, glaube ich, da einen Durchbruch an irgendeiner Stelle, der vorher nicht da war und jetzt läuft da irgendwie unkontrolliert Wasser, je nach Wasserstand, in die Schlei rein. Das genaue Projekt kann man dort nachlesen. Die haben ein ganzes Sensornetzwerk entsprechend den ganzen Flussverlauf quasi aufgebaut. An verschiedenen Stellen messen die den Pegel, die messen verschiedene andere Werte. Und Nukleon e.V., ich glaube, das ist Flensburg, ne? Da oben, also ganz wirklich ganz im Norden, verwendet das. Und also gerne auch, falls jemand aus dem Norden ist, gerne sich an die wenden und mit denen mal versuchen, die zu unterstützen. Genau, das sind die drei oder vier großen Projekte, die ich vorstellen wollte. Wir haben jetzt 10 Minuten für Fragen. Tatsächlich durch, einmal kurz Technik und dann Projekte. Und ich hoffe also als Abschluss daran, dass wir, dass ihr Bock habt, sowas auch mit aufzubauen oder euch das zunutze zu machen, falls ihr Umweltaktivisten seid. Ne? Mit Technik, mit Daten kann man erstmal viele Dinge hinterlegen und Daten durch Datensammlungen. Und Super, vielen Dank. Dann gehe ich gleich mal hier nach vorne. Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal diese Geigerzähler-Sensoren, werden die auch in der Nähe von Kohlekraftwerken aufgestellt? Da gibt es ja so eine Debatte, welches Kraftwerk ist schlimmer? Kann man das überhaupt messen? Keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Zweite Frage, ich habe ein paar LoRaHertz rumliegen und ich meine mich zu erinnern, dass die ein bisschen teuer sind, weil der Hersteller bzw. der Lizenzgeber sich da so ein paar Patente irgendwie geangelt hat auf den Funkstandard und jetzt sitzt er da drauf und jetzt kostet so ein Chip halt 10 Euro statt 70 Cent. Das macht für so ein Citizen Science Projekt keinen Unterschied, aber es ist natürlich schon mal eine Größenordnung. Also ein Fahrzeughersteller oder so würde dann schon sagen, haben wir keinen Bock drauf. Ist das richtig? Jein. Also ich fange hinten an. Ja, die grundsätzliche Technologie hinter diesem Funkstandard gehört Semtech. Die bauen diese Chips im Grunde genommen. Die kosten aber wenige Cent bei denen. Also die sind unter einem Euro zu bekommen. Wir haben ich hatte eben dieses grüne Funkmodul, RFW95M, glaube ich, oder RFM95W, so rum heißt es. Den gibt es in China für 5 Euro, wenn ich den bei AliExpress bestelle. Das heißt, wenn ich dann wenn ich eine größere Serie kaufen möchte davon, dann kriege ich den mit dem Preis noch deutlich drunter. Also es ist nicht so, dass diese Dinger endlos viel Geld kosten, also endlos viel im Sinne, im Vergleich zu anderen.
Genau, das war das eine. Das andere ist, ich stecke so tief in dem Eco-Curious-Projekt nicht drin und zu wissen, ich kenne es nur von der Karte halt, also das ist die Karte, da kann man einfach drauf gucken, dem folgen. Da sind jetzt, glaube ich, aber nur Reaktoren eingezeichnet. Keine Kohlekraftwerke, sondern und auch sonst nicht. Also ich weiß nicht, es gibt sicher noch andere Dinge, die irgendwie Radioaktivität irgendwie ausstrahlen können. Ich glaube, die haben sich auf Kraftwerke auf der Karte reduziert. Ja, ja, vielen Dank. Super Beispiele. Wir haben selber in der Schweiz zu The Things Network geforscht. Also ich bin ein großer Fan. Und trotzdem habe ich jetzt kürzlich von Helium gehört und die ja da ziemlich am Wachsen sind. Wie schätzen Sie da so diese Dynamik ein? Ich versuche das Wort zu vermeiden, ja. Ja, tut mir leid. Nein, gerne. Ja, also das war eigentlich muss man sagen, ist es ein Wunder, dass die 4-5 Jahre alleine auf dem Markt waren mit diesem Netzwerk. Dass es irgendwann mal eine Konkurrenz oder jemand anders gibt, der sowas anbietet, war eine Frage der Zeit. Gerade nachdem Sigfox, ein Konkurrenzprodukt, vom Markt verschwunden ist, war da eine Lücke hinterlassen. Es gibt ganz viele LoRa-Netzwerke, die halt privatwirtschaftlich vertrieben werden von der Firma Zenner oder so, für diese Stadtwerke halt zum Beispiel. Helium ist jetzt was anderes. Helium versucht im Grunde genommen so eine Art Micropayment mit Sensornetzwerken zu verbinden. Das heißt, ich habe einen Sensor und jedes Mal, wenn der überträgt, dann zahle ich da einen Bruchteil von einem Cent und dafür, dass ich ein Gateway aufstelle, bekomme ich irgendwie was hinten raus. Das Problem ist, dass bei Helium am Anfang nur diese Finanzmenschen aufgesprungen sind. Die haben diese Dinger überall in die Gegend gehangen und haben damit Geld verdient, wie sie glauben, haben sich aber eigentlich selber bezahlt. Also haben die viel zu teuren Gateways, die das 4-5-fache von der Hardware kosten, gekauft und hintenherum haben sie sich dann die Auszahlung gekommen. Es gibt bis jetzt quasi also kaum Sensoren, die überhaupt auf diesem Netzwerk arbeiten. Die Firma, die dahinter steckt, macht, ich glaube, $60,000 Jahresumsatz, was ein Witz ist für so ein Unternehmen. Und es gab gerade gestern der Tweet dazu, dass irgendwie ein ganz allergroßer Teil des Geldes, was dort ausgezahlt wurde, an die Besitzer plus ihre Families gegangen ist. Also das ist so ein typisches, also ich will nicht jetzt über Blockchain, da kann man jetzt lange drüber reden, irgendwie über diese ganzen Kryptowährungen. Da hat jemand versucht, IoT mit Krypto zu verbinden und da am Ende viel Geld rauszuholen. Und ich würde nicht mitmachen, weil zurzeit gibt es weder den Revenue noch macht dieses Netzwerk Sinn, weil es keiner verwendet. Und es gibt zurzeit wenn man heute ein Gateway aufstellt, bekommt man da quasi nichts mehr für. Es macht also keinen Sinn. Ich erwarte davon, dass diese Gateways alle bei eBay auf dem Gebrauchtmarkt sein werden in den nächsten 12 Monaten. Und dann kann man preiswert Gateways kaufen und eine andere Software drauf verwenden und auf einem öffentlichen Netzwerk mitmachen. Ja, ich würde da gleich mal dran anschließen. Du hast gesagt, sich einem Netzwerk anschließen oder selber eins gründen. Wie ist denn da die Tendenz? Also ist das quasi fallabhängig, beziehungsweise nehmen wir jetzt mal das Beispiel, hat jetzt sozusagen den Fokus, ich messe Radioaktivität in der Nähe von Atomkraftwerken, aber die Gateways sind ja da, die könnten ja theoretisch auch andere Daten verarbeiten. Organisiert das irgendwer oder ist es sozusagen so wie bei Freifunk, jeder macht mal, wie er gerade will? Also gibt es da... Ja, leider. Genau. Es gibt ganz, also Freifunk ist ja super dezentral und sehr stolz darauf. Ich will auch gar nicht, ich Freifunke auch zu Hause, ich finde das auch cool. Manchmal ein bisschen mehr miteinander reden, aber vielleicht doch ganz praktisch. Vor allen Dingen, weil 90% der Freifunk-Communities Gluon dahinter auf den Routern haben, also die gleiche Software verwenden. Gut. Hier ist das tatsächlich so, das größte Community-Netzwerk ist das The Things Network von den Menschen aus Amsterdam, wo tatsächlich diese 20.000 Gateways alle offen sind auf der Welt und dazu verwendbar werden kann. Es gibt ganz wenige kleinere Netzwerke, die sind aber noch nicht wirklich Konkurrenz dazu. Das heißt, wenn jetzt hier jemand Lust hat, da mitzumachen, dann würde der auf diese Things Network Seite gehen, dort einen Account erzeugen, dann kann man dort ein Gateway eintragen oder man kann eine Application mit Devices eintragen. Entweder habe ich das Glück, ich habe ein Gateway in der Umgebung, dann kann ich das einfach verwenden, das leitet die Daten entsprechend dann auf meinen Account hinten raus, oder ich kann dann selber das Netzwerk erweitern, indem ich selber ein Gateway installiere. Das Schöne ist, dass ich diesen großen Netzwerkstack, der in der Mitte war, das ist ein ziemlicher Haufen Software, und den 24/7 zu betreiben, macht keinen Spaß. Und das machen die quasi nicht wirklich für umsonst, das ist natürlich auch Werbung für die, dass sie so ein Ding haben und die geben auch keine SLA dazu, also wenn die dann schon mal so eine Beta-Version da testen und das Ding läuft mal 2 Stunden nicht, dann läuft das halt mal 2 Stunden nicht, damit muss man halt dann leben als Community. Dafür nehmen die einem dafür relativ viel Arbeit ab, und das muss man einfach so sagen.
Und auch da gibt es immer natürlich wieder, wann hat die Community Vorfahrt, wann ist die Industrie dort mehr drin. Zurzeit funktioniert es. Ob das in 3 Jahren noch so funktioniert, das wissen wir alle nicht. Vielleicht müssen wir auch selber dann ein anderes Netzwerk mal aufbauen oder gründen oder sowas. Aber zurzeit funktioniert das Things Network ganz gut. Jetzt hast du uns hier noch geteased mit diesem, was auch immer du da mitgebracht hast. Ja, ich habe den ganz vergessen. Ich kann das auch gerne mal hochhalten, wenn du das möchtest. Das ist ein, also das ist nicht neu. Das ist neu, dass es das mit LoRaWAN eingebaut gibt. Und zwar seit der Konferenz letzte Woche war die Things-Konferenz in Amsterdam. Hier ist noch die ganze, die Elektronik drin. Das ist tatsächlich die, das Grüne ist die Elektronik, das Rote ist nur das Device zum Programmieren, also die Kabel kommen nachher weg. Da kommen 2 AAA-Zellen rein und dann läuft der 2 Jahre Regen messen. Wir haben neben Feinstaub, ist genau eins von diesen Umweltdingen, ist Niederschlagsmengen messen, was sehr lokal unterschiedlich ist. Jeder war mal in einem Gebäude, vorne hat es geregnet, hinten hat es nicht geregnet. Ja? Also wenn man so aus 2 Zimmern rausguckt. Und wenn wir über uns diese Starkregenereignisse unterhalten, dann gibt es, die Prognosen sind immer nur so gut. Also die sind immer nur, und die werden natürlich immer besser, je dichter man an das Ereignis rankommt. Aber regnet es in dem Tal oder im nächsten Tal, kann für den Fluss, der durch das Tal läuft, schon einen riesen Unterschied machen. Und wir überlegen gerade, ob wir mit diesem Hersteller, also so ein Bausatz kostet 55 Euro, um das einfach mal so zu sagen, das ist für Elektronik mit C, also für in Deutschland vertrieben, ist das in Ordnung. Wenn ich den Feinstaubsensor mal zusammenrechne mit den ganzen Dingen, bin ich teurer. Also da kostet der Feinstaubsensor in Deutschland allein 35 Euro aufwärts, wenn ich mir den besorge, ohne die ganze Elektronik drumherum. Ob wir so daraus nicht ein größeres Projekt machen, um einfach an verschiedenen Orten, wo es vielleicht sinnvoll ist, das ist nicht überall sinnvoll, aber so im Ahrtal wäre es sinnvoll gewesen, tatsächlich regional sehr dicht Niederschlagsmengen mal zu messen. Ja, also um dann vielleicht Vorwarnzeiten einfach zu reduzieren. Und dafür wollen wir das Gerät einsetzen. Da wird es demnächst sicher eine Webseite, eine Karte, so wie hier, sowas in der Art dann geben, mit ganz vielen Links und so. Aber das ist gerade quasi ganz neu für uns. Sind noch weitere Fragen? Oh ja, Gott. Ich gehe erst hier unten und dann komme ich hoch. Ja, Dankeschön. Gibt es da so Datenschutzthemen? Also dieser Pax-Counter, wenn der nicht anonymisiert wird, ist der super... Ja, also natürlich gibt es Datenschutzdinge. Also wenn wir gerade über Pax-Counter reden, das machen auch diverse, soweit ich das kenne, Einkaufszentren oder so, die tracken Menschen drin, machen wir nicht. Also diese Software ist tatsächlich, also natürlich, wenn du diese Software, das ist ein C-Code, da kannst du reinsteigen, den kannst du wieder so ändern, dass das Ding natürlich Menschen identifizieren kann. Dann greift irgendwann von deinem iPhone oder Android, dass er die MAC-Adressen alle paar Minuten ändert, um genau sowas zu verhindern. Da sind wir aber also von uns nicht dran interessiert, sondern wir wollen einfach nur die Menschenmenge wissen. Wir wollen die wissen, wir, zum Beispiel im Freiluftmuseum haben wir das installiert im Kreis Viersen, an verschiedenen Häusern installiert, so ein Pax-Counter, um einfach zu wissen, wo halten sich Menschen einfach in größeren Mengen zum Beispiel auf diesem Gelände. Das ist schön, am Eingang zu messen, wenn es auch um Corona geht oder so. So viele Menschen betreten das Gelände, aber da geht es über mehrere Quadratkilometer. Ist doch ganz nett zu wissen, ja, die sind eh alle in diesem Puppenhaus. Da sitzen irgendwie 90% der reingegangen, sind alle doch wieder auf einem Ort oder so. Für so Anwendungszwecken ist das ganz cool. In Zürich wird das von den Straßenbahnen verwendet zum Beispiel. Die waren eine der ersten, Schweiz, Zürich, die haben das in Straßenbahnen eingebaut, die müssen dann halt keine Lichtschranken und sonst was. Also wenn man einfach Menschen zählen will, kann man das heute sehr gut an Smartphones, die unterwegs sind, braucht einen gewissen Faktor. Kleinkinder, Rentner, ich sag mal Datenschutz sehr engagierte, die irgendwie ihr WLAN ausschalten, die muss man irgendwie dann on top rechnen. Aber da geht es ja auch nicht darum, einzelne Menschen zu erfassen, sondern eine grobe zu wissen, ist die Straßenbahn jetzt voll oder nur halb voll oder leer. Und dafür reicht das aus. Du hast erzählt, dass du mit Grundschulkindern die CO2-Ampel programmiert hast, auch mit LoRa dann? Das kam dann hinten noch dazu, das LoRa. Okay. Das haben die tatsächlich dann nicht mehr selber gemacht, sondern die haben die Ampel programmiert. Also so, dass die bei gewissen Schwellenwerten halt dann von grün auf gelb und rot und so umschaltet. Wir haben erstmal, dann haben wir ganz normal auf so einem Breadboard eine Ampelschaltung gebaut. Button drücken und die Fußgängerampel wird grün und die Autoampel wird rot und solche Dinge. Und haben das dann nachher umgesetzt. Das war ein ganzes Wochenprojekt. Wir haben also eine Woche mit 20 Schulkindern daran gearbeitet. Und nachher kamen 8 von diesen Ampeln raus. Und haben die dann in die Grundschulen entsprechend verteilt. Okay, ja. Und was habt ihr da benutzt für eine Plattform? Wahrscheinlich irgendwie Blockly oder sowas? Ja, oder? Genau. Geprogrammiert wurde das mit Blockly. Das Ganze ist eine Sensebox. Also von Sensebox gibt es ein CO2-Kit und es gibt das Edu-Kit. Und im Edu-Kit ist LoRaWAN schon eingebaut. Also das heißt, wenn man das ein bisschen teure Kit kauft, das ist 20 Euro mehr, hat aber irgendwie für 30, 40 Euro mehr Hardware drin.
Also das lohnt sich rein rechnerisch. Die Senseboxen sind ja nicht ganz so billig, sage ich mal, aber funktionieren und wir setzen die gerne ein, wenn es um MINT-Sachen geht. Kannst du noch was sagen, ein bisschen noch kurz zu der Technik, LoRaWAN, ist das bidirektional, wie sieht das aus mit dem Netzwerk, dass ich da ein bestimmtes Datenvolumen nur aufkommen haben darf, sonst muss ich vielleicht dann doch bezahlen oder ähnliches und den Rest habe ich vergessen. Also genau, mehr die Technik dahinter. Ja. Fehlerprotokoll? Ja, gibt's nicht. Also wir reden nicht über IP, sondern das ist so Fire and Forget. Die Dinger, man muss sich selber darum kümmern, wenn man das möchte. Wir senden in einem Bereich 868 MHz, wo normalerweise die 1% Duty-Cycle-Regelung gilt. Nicht vom The Things Network, sondern von den Regulierungsbehörde für dieses Funknetz, also für die Frequenzen. Das heißt, ich darf nur 1% der Sendezeit einer Stunde verwenden mit einem Gerät. Und das gilt halt auch für die Gateways. Das heißt, das ist ein sehr asymmetrisches Netzwerk. Viele Sensoren senden zum Gateway, weil jeder einzelne Sensor diese 1% zur Verfügung hat. Das Gateway kann aber nicht jedem Sensor 1:1 antworten, weil dann würde es dagegen laufen, gegen diese Duty-Cycle-Regelung. Das heißt, es kann nur in besonderen Fällen funkt es zurück. Und die klassischen Geräte hören auch gar nicht zurück, sondern die hören, also die, sagen wir mal so, es gibt Klasse A, B, C, das wird jetzt schon sehr technisch Geräte. Die A-Geräte sind die, die 99,9% da draußen verfügbar sind. Das sind die Geräte, die senden etwas und haben dann zwei Antwortfenster innerhalb von einer und von zwei Sekunden, wo das Gateway eine Antwort schicken kann. Und danach legen die sich wieder schlafen und hören überhaupt nicht hin, ob da jemand ihnen antwortet. Für die nächsten 2-3 Stunden vielleicht, bis sie das nächste Mal senden. Das heißt, denen kann man nur hinsenden, wenn sie auch selber gerade gesprochen haben. Also das macht das Netzwerk sehr, sehr asymmetrisch im Grunde genommen. Spart aber auf der anderen Seite Strom und spart es datensparsam im Grunde genommen. Ich danke vielmals. Ich muss leider den Rausschmeißer spielen, weil wir jetzt die Zeit erreicht haben und glaube ich auch der Online-Stream dann aufhört. Ich danke dir vielmals für die Präsentation, war super spannend, super interessant und auch danke euch für die guten Fragen. Dankeschön. Danke.